Unser nächster Speaker ist eine Schlüsselfigur der deutschen Legalisierungsbewegung, aber auch der Hanfparade. Spoiler doch nicht hier schon. So, er ist Experte, was die traditionelle Nutzung von Hanf, insbesondere als Werkstoff angeht, aber auch in anderen, allen anderen. Und aktuell ist er Kurator des Hanfmuseums. Bitte einen ganz großen Applaus für Rolf Rollo Ebbinghaus. Danke für die Danke für die wunderbare Ankündigung. Vielen Dank für den Applaus. Auch wenn die Reihen sich langsam ein bisschen lichten. Ich war mir auch nicht ganz sicher, entweder wird es eine riesengroße Party, weil Cannabis ist nicht mehr im BTMG. Yeah! Yes! Seit Jahrzehnten arbeiten Menschen dafür. Seit Jahrzehnten, deshalb darf ich hier stehen, nach der netten Ankündigung, kämpfen wir als dritte Generation gegen diese elende Cannabis-Prohibition. Als junger Mann sich ein bisschen mit Cannabis beschäftigt und schnell verstanden, dass das Cannabisverbot ein unerträgliches Unrecht ist, auch im juristischen Sinne. Also nimmt man sich was vor und sagt, das ist ein Ziel, das ist Unrecht, da muss was gegen getan werden. Schon mit einer, ja, vor fast 30 Jahren mit einer Handvoll Leuten haben wir das Hanfmuseum gegründet, gleich hier um die Ecke. Viele Leute kennen es, viele Leute sind schon da gewesen, wunderbar. Bis heute ist es immer noch ein Ort des Treffens, eine Plattform für viele Organisationen und eine wunderbare Ausstellung, die alles über die alte Kulturpflanze Hanf zeigt, darstellt auf vielen Ebenen und mit vielen Medien. Ein hervorragendes Team, besuchswert. Jetzt verliere ich fast den Faden ein bisschen. Dass ich hier stehen darf, dafür bin ich sehr dankbar. Dass ihr hier steht, bin ich auch dankbar. Dass wir gemeinsam feiern können. Yeah! Was haben wir uns in den letzten Jahrzehnten für absurde Argumente für die Prohibition anhören müssen? Cannabis, dieses böse Mörderkraut, ganz gefährlich, es wird euer Leben verderben, sagen Leute, während 10.000 Menschen vorzeitig ihr Leben durch Trinken verlieren. Diese Bigotterie, die sich bis heute in manchen Bereichen hinzieht, die wird hoffentlich jetzt endlich dadurch, dass das Verbot nicht mehr unter dem Damoklesschwert des Betäubungsmittelgesetzes steht, hoffentlich nach und nach aufgelöst. Die Prohibition ist im Vergleich zur Kulturpflanze ein Fünkchen, gerade mal 100 Jahre. Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts haben sich internationale Staaten zur internationalen Opiumkonferenz zusammengestellt. International hört sich da gut an, das waren nicht mal 10 Staaten. Haben da aber den Verbotsweg eingeschlagen. Gegen kulturfremde Sachen muss man mit Verbot angehen. Da weiß man, wer da meinte, Kulturträger zu sein, von wegen Internationalität. Im zweiten Drittel des 20. Jahrhunderts, nach verheerenden 2 Weltkriegen, wurde das internationale Verbot in den Staaten implementiert und im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts mehr oder weniger brachial in den einzelnen Staaten umgesetzt. Manche erinnern sich, 1972 trat das Verbot ganz konkret für Genusshanf in Kraft. Der letzte Hanfbauer, der Nutzhanf angebaut hat über Generationen, musste 1972 den Hanfanbau einstellen. Der fragte, halt, was ist hier denn los? Hanfanbau verboten? Seit Urgenerationen baut meine Familie Hanf an und jetzt auf einmal ist das ein Mörderkraut? Oh, das böse Amerika ist es, da kommt das Marihuana her. Das ist nicht der alte Hanf, aber das sieht so ähnlich aus. Und wir wissen ja nicht, ob du nicht vielleicht doch dann Samen Marihuana unter den Hanf wirfst. Was für absurde Argumente. Wirklich auch die Absurdität, wenn man sich das anschaut, wie dem
Landwirt der Hanfanbau entzogen wurde. Kann man nicht anders sagen. Ne? Das Verbot hat nicht gebracht, dass weniger Leute Cannabis rauchen. Im Gegenteil, mit dem Verbot wurde der Genusshanf explosionsartig verbreitet. Auf einmal wurde es was Tolles, Verbotenes. Jeder, der sagt, oh, die Obrigkeit finde ich ja komisch, die verbietet was, dann muss es ja gar nicht so schlecht sein. Genauso ein Quatsch wie 100.000 Verbotsargumente. Aber toi, 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 hoffentlich hört der Quatsch langsam auf, hoffentlich wird er weniger. Wo setze ich ein? Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Egal. Ich weiß ja, was ich sagen will, grundsätzlich. Sie haben noch ein bisschen Zeit, oder? Zwei, drei Minuten, okay. Also, vor 2 Jahren, um es kürzer zu machen, ein Regierungswechsel und in den Koalitionsverträgen der rot-gelb-grünen Regierung war auf einmal festgelegt, dass Cannabis für erwachsene Menschen frei sein soll. What? Wer hat das geglaubt vor 2 Jahren? Niemand. Noch vor einem Jahr hat es kaum jemand geglaubt, obwohl die Diskussionen hitziger wurden. Und dann tatsächlich hat diese Regierung einen tatsächlichen Richtungswechsel in der Cannabispolitik vollzogen. Cannabis wurde aus dem Betäubungsmittelgesetz gestrichen. Wie waren unsere Forderungen seit Jahrzehnten? Ersatzlose Streichung von Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz. Sofortige Freilassung aller in diesem Zusammenhang Verhafteten und Entschädigung aller entstandenen Schäden. Jede eingetretene Tür, jeder Tag Haft muss entschädigt werden, weil es ist Unrecht. Nicht mal ganz die Forderung nach der ersatzlosen Streichung aus dem Betäubungsmittelgesetz ist erfüllt. Cannabis ist nicht mehr im Betäubungsmittelgesetz. Das ist ein sehr, sehr großer Erfolg. Aber der gesetzliche Kragen ist immer noch sehr, sehr eng. Muss man ganz klar sagen. Das schafft einen großen Graubereich auf der einen Seite und das schafft natürlich viele Möglichkeiten auf der anderen Seite. Im Kern hat das Gesetz einen sehr, sehr guten Ansatz. 2 sehr gute Ansätze. Einerseits soll möglichst verhindert werden, dass junge Menschen Cannabis konsumieren. Also bestenfalls Erwachsene, Kinder, Jugendliche sollen am besten gar keinen Kontakt mit Cannabis haben. Deshalb Jugendschutz ist in der Kriminalisierung nicht möglich, also muss es raus aus der Kriminalisierung. Punkt 2 ist, dass keine Crash-Co in Sachen Genusshanf werden soll. Hanf soll nicht verkauft werden, auch Genusshanf nicht wie Bubble-Tee. Das heißt, da sollen, um mit Raumschiff Enterprise zu sprechen, keine Ferengis ihren Bereich schaffen. Daran soll sich keiner einen goldenen Zahn verdienen. Das soll möglichst so aufgeteilt werden und möglichst so gestaltet werden, dass es kein Big Business wird und ist. 2 sehr gute Ansätze. Und beide Ansätze versucht das Gesetz nahe zu kommen. Also viele Bereiche gehen auch an der Wirklichkeit vorbei. Wie sieht es aus mit der Zeit? Soll zum Schluss kommen, bitte. Ich sollte, gut. Überlegen wir, wie geht es weiter in diesem Graubereich? Toi, toi, toi. Seit 2 Monaten, seit dem 1. April, ist Cannabis nicht mehr kein Betäubungsmittel mehr. Und toi, 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 die Polizei, die Verfolgungsbehörden halten die Füße still, haben ja keinen Grund mehr einzugreifen. Kein Polizist muss sich mehr seine Zeit verderben damit, dass er jemanden verfolgt, jemanden festnimmt, jemanden durchsucht, der niemandem was zuleide getan haben. Das tun dann bestimmt auch Polizisten nicht gerne. Für 5% der Bevölkerung fällt ein Riesenballast ab. Für 95% der Bevölkerung ändert sich nichts. Und deshalb wird es nicht zurückzudrehen sein. Toi, toi, toi. Das heißt, wie geht es jetzt weiter? Da sind wir gespannt drauf. Ich hätte da ein paar Ideen, aber das wäre wahrscheinlich rahmensprengend hier. Und da sich die Reihen ja auch lichten und das Interesse, glaube ich, bedingt ist, fragt mich persönlich,
willkommen im Hanfmuseum. Gleich hier um die Ecke, jeden Tag von 10 bis 20 Uhr. Nur montags ist feiertags und samstags und sonntags öffnen wir um 12 Uhr und machen dann bis 20 Uhr offen. In diesem Sinne, großen Applaus für Rollo und geht mal ins Hanfmuseum. Einmal, lasst uns einmal noch jubeln. Endlich, Cannabis legal! Ja! Legal. Ja! Hurra! Ja.